wenn ich in Umständen lebe, die mir gerade nicht gut tun, ja, unglücklich, unzufrieden, es läuft gerade nicht so, wie ich möchte. Und ich zwinge mich aber, positiv zu sein, glücklich zu sein, ich zwinge mich dazu und drücke alles andere weg, weil ich es nicht anschauen möchte, blockiert genau das meine Manifestation. Es blockiert all die guten Gefühle, die ich gerne fühlen würde, weil das sich zwingen, positiv zu fühlen, während man das andere unterdrückt, ist nicht möglich. Da ist immer im Hintergrund, als würde ich mit einem angefahrenen Handbremse fahren, mit einer hochgezogenen Handbremse fahren. Da stimmt irgendwas nicht in der Energie, das spürt man auch, das spürt man. Also entweder bin ich dann traurig oder wütend oder was auch immer gerade hochkommt und verarbeite diese Emotion, oder ich lasse es ganz sein. Also da jetzt einfach toxisch, was toxisch positiv ist, hahaha, hihihi, alles gut und in Wirklichkeit bin ich todestraurig betrübt. Dann bin ich einfach todestraurig betrübt und dann sollen Menschen mich verurteilen, dass ich gerade traurig bin, dass ich gerade eine Fresse ziehe. Aber ich lasse es erstmal zu und verarbeite diese Gefühle, bevor ich überhaupt in der Lage bin, hochschwingende Gefühle wie glücklich, dankbar, zufrieden, akzeptierend, dass ich die überhaupt fühlen kann. Die kann ich nur fühlen, wenn ich erstmal die anderen Gefühle ansehe und erlaube, da sein zu dürfen. Sie nicht wegdrücke, weil umso mehr ich wegdrücke, desto mehr Platz nehmen sie ein. Falls du unter einem Aspekt deines Lebens leidest, frustriert bist oder unglücklich bist, fühle mal rein. Hast du Ängste und Zweifel? Fühlst du dich im Mangel? Lausche in dich rein und höre den negativen Gefühlen zu. Was möchten sie dir sagen? Wo fühlst du es im Körper? Ist da vielleicht Trauer, die von dir gesehen werden möchte? Wie du mit deinen Gefühlen umgehst, dazu gibt es ein Video, das werde ich dir verlinken. Aber um nochmal kurz darauf einzugehen, zusammengefasst. Wenn du fühlst, dass du traurig bist oder wütend, bleib in deinem Körper, bleibe mit den Empfindungen, die hochkommen. Lokalisiere sie im Körper, fühle sie und bleib mit ihnen. Ohne die verantwortlichen Personen, die dich jetzt so fühlen lassen, zu verurteilen. Umso mehr du es schaffst, mit diesen Gefühlen zu bleiben, ihnen zuzuhören, diesen Gefühlen Sicherheit zu vermitteln. Also du verleugnest dich nicht selbst oder versuchst jemanden anders als Täter zu sehen. Also wenn du es schaffen kannst, mit all dem, was hochkommt, zu bleiben, desto mehr löst sich diese verkrampfte Energie, diese Blockade, die dich daran hindert, deine Ziele zu erreichen, deine Wünsche in Erfüllung zu bringen. Und du strahlst eine entspannte Energie aus, die Besseres in dein Leben zieht. Und diese Energie ist dann authentisch. Weil du weißt, Energie können wir nicht faken. Ich kann sonst was faken, ein Lächeln und sonst was, aber deine Energie, meine Energie, die kann ich nicht faken. Ich kann mit mir selber nicht lügen. Obwohl ich das eine Zeit lang gemacht habe, weil mir nicht bewusst war, was für Gefühle in mir sind, weil ich sie immer betäubt habe, ich habe sie nicht extra betäubt, ich habe sie nicht spüren können. Mein Körper hat dafür gesorgt, dass ich gewisse Gefühle wie Traurigkeit und Wut nicht spüre, weil es mir in meiner Kindheit geholfen hat. Das heißt, mein Körper hat ein Muster, eine Gewohnheit etabliert, starke, schmerzhafte Gefühle, dass ich sie nicht fühle, weil es einfach zu schmerzhaft gewesen wäre. Aus der Traumatherapie gibt es da sehr viel Forschung, sehr interessant. Es hilft, ist auch wichtig dann für ein Kind, dass es gewisse Gefühle dann nicht zulässt, um weiterhin zu funktionieren. Aber leider bleibt dieses Muster, wenn wir älter sind. Deswegen ist es so wichtig, dass wir wieder in Verbindung kommen mit uns und mit unseren Gefühlen und schauen, was da ist. Und hier kommt dann das Manifestieren mit ins Spiel. Umso mehr ich in mir betäube und wegdrücke, desto mehr ist eine Blockade, die dafür sorgt, dass ich nicht dahin komme, wo ich hinkommen möchte. Also irgendwie beißt sich hier auch die Katze in den Schwanz. Einerseits geht es mir beschissen und ich möchte meine Wünsche erfüllen, aber andererseits geht es nicht, weil es mir so beschissen geht. Wie komme ich da raus? Indem ich mit meinen Gefühlen bleibe, sie erforsche und sie nicht mehr wegdrücke. Und jetzt kommt vielleicht die Frage, ja, aber ich fühle Mangel und ich fühle Frust. Wie soll ich das einfach wegbekommen? Kannst du nicht wegbekommen. Wenn du auf deiner Brust eine Schwere fühlst und vielleicht Mangel und echt frustriert bist, dann ist das natürlich genau das, was du gerade ausstrahlst und weiterhin erstmal erfahren wirst in der Außenwelt. Dieser Frust und dieser Mangel können erst aus dieser Erstarrung, aus der Blockade zerbröckelt werden, wenn sie fließen dürfen. Wenn ich erlaube, dass sie da sein dürfen, wenn ich sie wahrnehme, wenn ich sie einfach nur fühle die Wahrnehmungen in meinem Körper. Wie gesagt, es gibt eine Anleitung, die werde ich dir unten nochmal verlinken. Erst dann können solche Gefühle ins Fließen gebracht werden. Wenn mein Körpersystem, mein Nervensystem es gewohnt ist, Mangel, Frust, Sorgen und Ängste die ganze Zeit zu produzieren, weil ich es einfach gewohnt bin, von klein auf Mangel und Frust zu spüren, ist es schwierig, aus so einer Gewohnheit rauszukommen, neu zu fühlen, sich neu zu verhalten, neu zu denken. Es braucht viel Energie, plötzlich eine Leichtigkeit zu spüren und eine Freude zu spüren. Und diese Energie kannst du Schritt für Schritt in dir etablieren, indem du dich fragst, was
bringt mir Freude. Und es können Kleinigkeiten sein. Also guck immer, dass du Dinge findest, die machbar sind. Freude empfinden, indem ich zum Beispiel einen kleinen Spaziergang mache und Blümchen beobachte oder mir den Himmel, den Sternenhimmel nachts, bevor ich schlafen gehe, anschaue. Dass mir das ein bisschen das Gefühl gibt von Runterkommen, von Entspannung, von Leichtigkeit. Wenn du spürst, dass es dir schwerfällt, dich gut zu fühlen, gehe in kleinen Schritten vor. Ganz, ganz kleinen Schritten. Indem du zum Beispiel, wenn du etwas isst, was dir schmeckt, dabei bleibst und mit diesem Genuss kurz bleibst. Ganz kurz da reingehst und spürst, wie es sich anfühlt zu genießen. Ja, wir sind ja leider keine Genießer mehr. Heutzutage muss ja immer alles schnell gehen, schnell, schnell, schnell. Fast Food und alles Mögliche muss schnell gehen, um unseren Alltag zu schaffen. Aber kann ich einen kurzen Moment innehalten und spüren, wie gut es sich anfühlt, wenn etwas schmeckt. Da bist du schon ein Stück weit drinne, dich gut zu fühlen. Kleinen halben Schritt. Und so gehst du Schritt für Schritt vor, indem du auch unter der Dusche, wenn das warme Wasser deinen Rücken runtergeht, zu spüren, wie sich das anfühlt, ob es dich entspannt. Und auch hier ist für jeden etwas anderes gut. Ja, der eine mag vielleicht das Duschen nicht, mag eher das Baden oder mag es gar nicht. Was gibt es bei dir in deinem Leben, wo du denkst, boah, das fühlt sich für mich sicher und gut an. So kannst du dein Körpersystem daran gewöhnen, dass es sicher ist, sich gut zu fühlen. Jetzt gibt es aber noch einen kleinen Haken, und zwar deine inneren Anteile. Diese verschiedenen Anteile in uns sind innere Persönlichkeiten, die versuchen, uns zu beschützen. Sie sind oft in der Kindheit entstanden und in der Regel brauchen wir einige von ihnen eigentlich nicht mehr. Das kann sein, dass du vielleicht einen inneren Anteil hast, der es liebt zu leiden. Hört sich total blöd an, gell? Wer liebt es denn zu leiden? Aber wenn du seit Jahren nicht weiterkommst und immer leidest, kann es sein, dass es einen Anteil gibt, der ganz viel Raum einnimmt und es liebt zu leiden und nicht möchte, dass du weiterkommst. Warum sollte es einen Anteil geben, der es liebt zu leiden? Weil es sicher ist zu leiden. Weil dieser innere Anteil es gewohnt ist, im Mangel und im Leiden zu leben. Vielleicht kennt ihr Menschen, die jahrelang gelitten haben und dann gibt man ihnen zum Beispiel Geld oder man gibt ihnen irgendetwas, was sie weiterbringt und sie nutzen es nicht. Sie geben das komplette Geld aus und sind schon wieder im Mangel. Das ist, weil der innere Anteil des Leidens einen dazu bringt, wieder zum Alten zurückzukehren, weil das Bekannte ist. Und das Bekannte ist immer sicher, ja, auch wenn es eigentlich scheiße ist. Ist es aber für diesen inneren Anteil sicher, so zu leben, weil es nichts anderes kennt. Also wird dieser Anteil alles versuchen, dich daran zu hindern, weiterzukommen. Was kannst du jetzt tun, um diesen Anteil zu stoppen, weiterhin dich in diesem gewohnten Umfeld festzuhalten? Indem du, und jetzt kommt wieder die nervige Arbeit, ganz achtsam in dich reinhorchst. Ganz achtsam in dich reinfühlst. Ey, vor ein paar Jahren, ich sag's ja immer wieder, hätten mich diese Videos genervt, aber die haben mich wirklich, dieses Wissen hat mich weitergebracht. Diesem Anteil zuhören, diesen Anteil wichtig nehmen, weil er hat dich bis jetzt tatsächlich beschützt. Ich will gar nicht reingehen, warum, sondern wenn wir diesem Anteil zuhören, wirklich wahrnehmen, wird er uns sagen, warum er das tut. Und dann ist es deine Aufgabe, mit diesem Anteil eine Unterhaltung zu führen und zu zeigen, dass es sicher ist, wenn du jetzt dein Leben veränderst, je nachdem, in welche Richtung du gehst. Es kann sein, dass dieser Anteil Angst hat, dass du mehr Geld hast, weil dieser Anteil in der Kindheit oder vielleicht irgendwann mal in der Jugend einen Film gesehen hat, wo Menschen, die viel Geld haben, ihre Eltern verlieren oder ein Kind verlieren. Passiert sehr oft in Filmen tatsächlich, dass reiche Menschen, die viel Geld haben, da stirbt das Kind oder die haben keine Eltern oder das Kind überlebt und die Eltern. Und dass dieser innere Anteil überzeugt ist, dass dir das auch passiert und deswegen beschützt es dich, dass du nicht mehr Geld bekommst. Und da mit dem inneren Anteil die Mitte zu finden, dass es sicher ist, dass dir da nichts passiert. Da musst du dann gucken, wie du mit deinem inneren Anteil, deinen inneren Anteil befriedest, dass er in Frieden ist mit deinem Wunsch und dem nichts mehr entgegensteht. Ein kleines Beispiel dazu. Ich hatte vor kurzem ein Event, wo ich auf der Bühne gesprochen habe. Und die Wochen davor, da habe ich prokrastiniert, wie das Wort heißt. Ich konnte irgendwie nicht arbeiten. Ich konnte nichts machen. Und ich sollte, bevor das Event ist, mein Skript an das Event-Team weiterleiten, dass sie sehen, was ich da erzähle. Ich habe das Skript nicht fertig bekommen. Bis kurz vor Schluss. Und habe mich dann hingesetzt und habe überlegt, was ist denn da los?
und habe in mich reingehorcht. Und da war ein Anteil in mir, der ganz, ganz große Angst hatte. Und ganz ehrlich, ich habe mich wirklich gewundert, da war ein riesen Fragezeichen, warum habe ich jetzt Angst? Mir ist bewusst, dass ich aufgeregt bin, vor Menschen zu sprechen, aber das war eine Todesangst. Und dann bin ich erstmal geblieben und habe einfach reingefühlt, was diese Angst mir sagen möchte. Und dieser Anteil wollte mir sagen, dass es gefährlich sein könnte, vor so vielen Menschen zu sprechen, weil falls ich einen Fehler mache, kann es sein, dass ich dafür körperlich geschlagen werde, dass ich dafür bestraft werde. War ein großer Schockmoment für mich, weil ich damit gar nicht gerechnet habe, dass das hochkommt. Und ich habe dann mit dieser Angst gesprochen, dass ich versichern kann, dass mich niemand schlagen wird. Weil in großen Events, auch wenn ich Fehler mache, auch wenn ich nur Scheiße erzähle und komplett alles falsch mache, das Schlimmste, was passieren könnte, ist, dass vielleicht jemand mich auslacht oder dass ein paar Menschen aufstehen und gehen oder dass ich gebeten werde, die Bühne zu verlassen. Das sind die Dinge, die mir schlimmstenfalls passieren könnten. Natürlich geht es dann weiterhin, dass ich ja, meine Follower auf YouTube verliere, dass ich meinen Online-Job eventuell verliere. Das alles kann sein, ja. Aber körperlich, Schmerzen mit Schlägen, das kommt nicht vor. Und das hat die Angst beruhigt. Das hat die Angst beruhigt. Ich bin dann nochmal in die Ängste reingegangen. Was, wenn ich wirklich ausgelacht werde? Was, wenn das Publikum aufsteht und geht? Wäre das schlimm? Ja, das wäre schlimm für mich. Ja, da kam die Antwort, ja, natürlich wäre das schlimm. Das wäre sehr, sehr schmerzhaft. Aber ich habe dann eine Ressource gefunden, die mir gut tun würde, und zwar meine Familie. Die würden mich nicht auslachen. Die würden mich in den Arm nehmen. Ich würde mich sicher und geborgen fühlen. Bei meinen Kindern zum Beispiel. Die würden mich da nicht auslachen. Und ich würde das überleben. Das wäre ein Event, das wäre dann irgendwann auch vergessen. Ich habe eine Erfahrung gemacht und vorbei. Und so kann man mit inneren Anteilen arbeiten. Nachdem ich das gemacht habe, war mein Skript innerhalb von 2 Tagen fertig. Und ich habe es dann eingeschickt. Sehr spannend, oder? So können wir mit unseren inneren Anteilen arbeiten, um an unsere Ziele zu kommen.